Muss ein wenig schneller gehen heute, denn in den USA ist Zeitumstellung bereits gewesen und wir haben daher eine Stunde verfrühten Handel an der Wall Street aus unserer Sicht. Ab 14:30 Uhr geht es los. Es gab auch schon die ersten Wirtschaftsdaten und die waren nicht sehr sonderlich ausführlich. Morgen 14:30 Uhr bzw. 13:30 Uhr nach der neuen Zeit kommen viel, viel mehr Daten, unter anderem auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Und heute ist der Termin des Tages die FED-Sitzung, die ich am Abend hier gerne begleiten möchte. Das steht auch im Ticker. Ich hoffe, der ist schon ausgefüllt. Nein, den muss ich nochmal updaten. Aber das mache ich gleich hier, den sogenannten Lauftext, so heißt das hier. Den werde ich dann entsprechend nochmal updaten, aber möchte die Zeit nicht versäumen, hier reinzuschauen in Long oder Short, das Format, was es hier von JFD gab, vom Morgen. Das wollen wir natürlich nicht wiederholen, sondern das Nachmittagsformat und das heißt Opening Bell. Und wenn ich das hier richtig sehe, geht es auch gleich los in 2 Minuten. Ich habe das Ganze hier schon mal auf den Prompter genommen und kann vielleicht den Text hier auch schon mal anpassen. Dann läuft er nämlich letzten Endes durch. Da würde ich mich darüber freuen, wenn das technisch klappt. Wenn du selber Fragen hast, stell sie mir hier. Dafür sind wir da. Und vom Text her würde ich das nochmal updaten und dann geht es hier direkt weiter. Da ist doch der Text, der richtige. Wunderbar. Vielleicht schauen wir, bevor es losgeht, auch nochmal auf die Indikation vom DAX. Also heute Morgen sind wir gestartet, ein wenig im Plus und seitdem hat sich gar nicht so viel getan. Also wir standen hier mal ganz kurz über der 14.570, dann wieder darunter. Also da ist nicht viel passiert, da ist Abwarten angesagt und genau das wird uns auch der Markus, denke ich mal, in 2 Minuten oder in 1 Minute hier weitergeben. Ich bin der Erste und werde das auch kundtun. JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Nachmittag zum Livestream US Opening Bell heute am 17.03.2021, 14:01 Uhr und damit 29 Minuten vor der US-Markteröffnung und noch ein paar Stunden ist es hin für den heutigen Tag, dass zum einen die FED-Zinsentscheidung stattfindet, aber noch viel wichtiger, viel, viel wichtiger sogar die danach rauf folgende Pressekonferenz, denn der Markt ist vorbörslich nicht historisch, aber doch dennoch sehr, 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 sehr unvolatil, wenn man sich den DAX für den heutigen Tag anschaut. Der ist in einer Range von gut 40 Punkten gefangen. Wir hatten das als Thematik heute Morgen schon im Live-Trading-Room, dass der Markt durchaus an einem so Tag wie heute, wo wirklich alles auf die Fed schaut, durchaus bis dahin keine nennenswerten Bewegungen sieht und schlussendlich sich gegebenenfalls auch nach wie vor sehr, sehr langsam eher bewegend auffällt bis zur Fed-Sitzentscheidung. Denn es geht darum, dass natürlich die Anleihenmärkte auf ja nicht All-Time-Highs sind, sondern auf Jahreshochs Richtung der Bereiche vor der Corona-Pandemie laufen und einen recht starken Anstieg zeigen. Auf der anderen Seite die Fed natürlich nach wie vor Anleihen kauft und somit auch nach wie vor kaufen möchte. Und nun geht es darum, wie da gegebenenfalls sich die Fed-Officials an diese aktuelle Situation anpassen, denn die Inflationsängste, die sind nach wie vor da an den Märkten und nun wird es spannend, wie Jerome Powell sich da heute ausdrückt und da wird versucht, auch zwischen den Zeilen dann am Ende zu lesen. Und das, was das bedeutet am Ende, ist, dass bis dahin gegebenenfalls alles halbwegs ruhig abläuft und dann durchaus mit dieser FED-Pressekonferenz, beziehungsweise dann auch darauf folgend, der morgige Tag dann wieder merklich volatiler und idealerweise dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise im Trend abläuft. Wir schauen uns das Ganze gleich mal an. Wie sieht das denn jetzt überhaupt aus, diese lahme Situation? Und wie sehen auch die US-Märkte aktuell aus? Bevor wir das tun, erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls Vortrade definitiv nicht als Handel Empfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und ich sehe gerade, der Ton, der spielt nach wie vor so ein bisschen verrückt. Ich hoffe, es ist ein wenig besser als zuvor. Der Techniker ist noch hier. Ich habe hier heute so einiges an Problemen von der Technik her, aber wir schauen erstmal ganz kurz auf den Webinare und Eventkalender.
und zwar am heutigen Abend, und der Andreas Bernstein alias Bernecker 1977 hier im Chat aktuell mit dabei, der und der Christian Kämmerer mit ihm zusammen wird heute am 18.50 Uhr starten mit einem Webinar zur FED-Zinsentscheidung. Dort geht es eben nicht nur um die FED-Zinsentscheidung, sondern eben um die eben genannte Pressekonferenz, die dort eben kommentiert wird. Und wenn sich dort eben Bewegung am Markt ergibt, dann schlussendlich natürlich auch die Bewegung gehandelt wird. Somit hier seid ihr herzlich dazu eingeladen, 18.50 Uhr mit dabei zu sein. Geht gerne auf diesen Punkt im Webinar- und Eventkalender. Also schaut Webinare und Events, also jfdbank.com, dann Webinare und Events unter dem Punkt Research, Webinare und Events. Geht dann eben einfach auf dieses Event drauf, meldet euch hier an und dann bekommt ihr entsprechend eine E-Mail, könnt euch für das Webinar anmelden und seid dann heute Abend mit dabei. So, jetzt gehen wir auf die Headlines des heutigen Tages. Was ich eben schon zeigte, ist, dass eben nach wie vor die Staatsanleihen auf einem steigenden Trend laufen, dass sie eben jetzt aktuell auch Bewegungshochs ausgebaut haben. 1,67, wir gerade schon standen, sind wir gerade wieder so ein Stück weit zurückgekommen. Und genau der Punkt ist, warum diese FED-Zinsentscheidung bzw. die Pressekonferenz am heutigen Tage wirklich so interessant wird, weil eben darauf gewartet wird, dass Jerome Powell endlich auch mal was dazu sagt, zu diesen steigenden Staatsanleihen, zu Inflationsängsten bzw. zu der Inflation an sich. Denn eigentlich ist es ja klar, die Zentralbank hatte in den letzten Monaten signalisiert, dass sie durchschnittlich eine Inflation von 2% erstmal anstrebt und somit eben auch die Anleihenmärkte stützt und Anleihen kauft, um eben hier alles wieder ein wenig anzuheizen. So, nun sind wir im Bereich um die Marke 1,66 von den Staatsanleihen und es geht eben in Richtung, dass auch die Inflation langsam anfängt zu steigen. Ja, aber wenn ich eine durchschnittliche Inflation von 2% haben möchte, heißt es natürlich auch, dass ich zwischenzeitlich mal höher als 2% liegen muss. Aber zu dieser ganzen Situation hat sich eben Jerome Powell in den letzten Wochen nicht so wirklich geäußert. Er hat diesen Riesenelefanten, der dann im Raum steht, immer links liegen lassen und hat erstmal auch teilweise so getan, als wäre es gar kein Elefant, der da im Raum steht. Und die Frage ist nun, wie sieht es die Zentralbank? Wie werden sie gegebenenfalls agieren? Wie wären ihre Maßnahmen, wenn es denn doch vielleicht in Regionen geht, die nicht mehr ganz so komfortabel sind? Und das ist genau der Punkt, wo jetzt der Markt darauf wartet, wie wird dort kommentiert, wie wird dort eben agiert gegebenenfalls auch und sich darauf dann anpassen wird. Und wenn wir uns gleich den Markt anschauen, sieht man diese abwartende Haltung und eben diese Ruhe vor dem Sturm, so kann man es am Ende auch nennen. Weitere Punkte sind natürlich, wenn man hier mal so über die Headlines des heutigen Tages drüber schaut, ja, es ist zum einen die weiter steigenden Bondmärkte, dass die Nasdaq leicht am Fallen ist, dass Jerome Powell sich entsprechend eben auch an diese Inflationspunkte anpassen muss in seiner heutigen Rede, dass eben 15% der US-Amerikaner mittlerweile geimpft sind. Dann haben wir noch Meetings USA, China und noch ein paar Dinge zu Aktien, aber die Kernpunkte haben wir dazu besprochen. So, wir hatten am gestrigen Tag, wenn wir uns das nochmal anschauen, ebenfalls einen ruhigen Markt, und wenn wir uns das Ganze heute mal anschauen, gehen wir erstmal ganz kurz auf unseren lieben DAX. Der ist sehr, 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 sehr seitwärts tendierend, wie ich es eingangs im Intro schon sagte, hatten wir gute 40 Punkte Schwankungen. Das hier vorne waren quasi die Tiefs heute Morgen und das jetzt hier oben eben zweifach die Hochs, das sind lediglich gute 40 Punkte. Wir haben die Tiefs hier ganz knapp oberhalb der 30er-Marke, 530, und die Hochs im Bereich unter der 80, also wir sind noch unter 50 Punkten von der heutigen Schwankung her, also wirklich extrem gering. Und die Mittagszeit, wo alle essen waren, ist die Schwankung noch geringer geworden. Also wir haben quasi noch eine Range in der Range. Wir bewegen uns seit der Mittagszeit jetzt hier in einem Bereich von in etwa so 560 bis in den Bereich knapp unter 550, also gute 10 Punkte Schwankung. Das ist absolut nichts und es ist nicht historisch. Es gab natürlich solch unvolatile Phasen während eines Handelstages, schon auch in der Vergangenheit. Wir hatten ja auch grundsätzlich auch mal unvolatilere Phasen, auch im DAX, aber das ist schon mit Blick auf die aktuellen Volatilitäten. Wir haben eine durchschnittliche Volatilität im DAX aktuell täglich von in etwa 160 Punkten durchschnittlich. Und wenn wir dann gut 40 Punkte uns bewegen aktuell, ist das weit, weit unterhalb des Durchschnitts. Und es ist nicht selten so, wenn solch geringe Volatilität vor einer solch wichtigen Entscheidung steht oder zu beobachten ist, dass es dann mitunter auch mit der Entscheidung durchaus danach zu Ausschlägen kommen kann. Also der liebe Andreas, der ja mit dabei ist, der hat vielleicht hier wirklich sehr, sehr gute Chancen heute, dann eben auch mal wirklich gute Bewegungen zu erwischen.
kann durchaus dazu kommen. Und man sollte es zum einen natürlich als Punkt nehmen, der Chancen bieten kann, aber zum anderen eben auch als Punkt nehmen, der da eben natürlich auch Risiko birgt. Also nicht, dass man jetzt hier sagt, ach, na ja, der Markt wird schon irgendwann mal nach unten kommen, ich verkaufe einfach mal, geht schlafen, geht morgen, schaut wieder auf den Rechner und auf einmal gab es hier eine starke Aufwärts- oder vielleicht auch umgedreht, weil es war eine starke Abwärtsbewegung aufgrund dieses Ereignisses heute. Also schaut da mal drauf. Und was Fakt ist, und es gibt nicht viele Dinge, die so sicher sind wie das Amen in der Kirche, aber es ist genau auch ein strategischer Ansatz meinerseits, wenn man in einem aktuellen Umfeld von in etwa 160 Punkten im DAX eine Range hat über solch einen langen Zeitraum von zum einen hier diesen gut 10 Punkten, beziehungsweise wo wir gerade nach unten jetzt ausbrechen, oder aber von diesen knapp 50 Punkten, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass diese Range natürlich in den nächsten Tagen beziehungsweise dann gegebenenfalls am heutigen Tage auch noch wieder verlassen wird. Somit kann man durchaus, wer es da mag, sich diese Range auch nehmen als richtungsentscheidend, Long Breakouts, Short Breakouts. Aber wie gesagt, vor der Zinsentscheidung, da muss man ein bisschen natürlich Besonderheiten beachten beziehungsweise das vielleicht mit der Zinsentscheidung als solches dann anschauen. Jetzt gehen wir auf den US-Markt. Da sieht das ähnlich aus. Wir hatten am gestrigen Tage, wenn wir da vielleicht nochmal ganz kurz auf das Video vom gestrigen Tage schauen, da hatten wir ebenfalls so eine Range markiert, obere grüner Bereich, unterer roter Bereich, dieses orangefarbene in der Mitte habe ich heute aus Versehen rausgelöscht, aber die Grenzen stehen nach wie vor da. Der Markt hat sich am gestrigen Tage dann erstmal leicht, ganz leicht für diese Südrichtung entschieden, ist ja leicht auf der Unterseite ausgebrochen. Und aktuell sind wir in einer nächsten, sehr, sehr kleinen, engen Range drin, nur so ein bisschen tiefer. Hier so rangieren wir aktuell, schauen wir uns jetzt an, mit sogar ganz leicht sich zusammenziehender Schwankungsamplitude, also die obere und untere Grenzen, die laufen noch so leicht zueinander zusammen. Da stehen wir aktuell. Also gestern gab es dann mit der US-Markteröffnung erstmal so ein bisschen Bewegung und jetzt stehen wir wieder sehr, sehr seitlich da und jetzt zeichnen wir uns das gleich ein. Jetzt ist es natürlich der Gedanke, aus dieser Range erneut die Ober- bzw. Unterseite sich zu nehmen, denn wir haben in den letzten Tagen und wir hatten es heute Morgen schon angesprochen, wir haben im DAX seit dem 9. März / 10. März lediglich 200 Punkte Schwankung. Das ist nicht viel. Wir haben in der gleichen Zeit im Dow Jones, und das ist das Interessante an den US-Märkten aktuell, wir haben in der gleichen Zeit im Dow Jones eine Bewegungsamplitude und sogar noch in Zusammenhang mit einem Trend von 1200 Punkten, also enorm mehr. Schöne Bewegungsmuster, wenn man sich das jetzt hier, wir zeichnen jetzt gerade in der ehemaligen Analyse, aber ist egal, wir sehen hier große Schwankungen, dann hier ein bisschen seitwärts, ein bisschen Schwankungen seitwärts. Dass das wieder so ein bisschen mehr Bewegungsamplituden gibt, ist eigentlich ja ebenfalls so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wir sind jetzt, wie gesagt, erneut lahm unterwegs. Wir sehen den gestrigen Unterstützungsbereich aktuell als Widerstandsbereich. Wenn man das hier mal weiterzeichnet, ist die gestrige Unterstützung, der gestrige Triggerbereich aktuell ein Widerstandsbereich. Und somit bleibt der Bereich von gestern auf irgendeine Art und Weise nach wie vor interessant für etwaige Handlungen und würde für mich, wie gesagt, dann eben auch bedeuten, dass man entsprechend Long wie auch Short sich das Ganze anschaut. Vorgestriger 22 Uhr Schlusskursbereich dient in diesem Falle hier als Unterstützung auf der Abwärtsseite, der Bereich um die Marke 32.775 und der obere Bereich liegt in etwa so 100 Punkte höher. Also auch der Dow Jones aktuell eine durchschnittliche Schwankung von, ich glaube, um die 400 Punkte täglich, gehen wir mal kurz drauf, schon 440 Punkte bewegt sich der Dow Jones aktuell täglich von der Schwankungsamplitude gerechnet vom Hoch zum Tief, egal ob es Abwärts- oder Aufwärtskerzen sind, der Markt bewegt sich in etwa 440 Punkte am Tag. Wir haben jetzt aktuell seit gestern, seit quasi der gestrigen Markteröffnung, weil die gestrige Kernhandelszeit, die war zwar erst ein bisschen volatiler mit der Abwärtsbewegung hier, aber dann tingelte der Markt sich hier zusammen und ist jetzt wirklich sehr, sehr klein von den Bewegungsamplituden unterwegs und ist seit der gestrigen Markteröffnung in dieser Range von in etwa 100 Punkten. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es im DAX besprochen haben. Dort haben wir noch viel, viel weniger Bewegungsamplituden, aber auch hier zeichnet sich genau das Gleiche ab. Wir sind sehr, sehr lahm in einem Umfeld eigentlich höherer Volatilität. Und naja, wenn man sich mathematisch einfach mal so ein paar Gedanken macht und sagt, okay, 440 Punkte ist der Durchschnitt und wir bewegen uns jetzt gerade mal 100 Punkte, dann brauchen wir natürlich auch mal wieder so ein bisschen mehr, dass der Durchschnitt zumindest annähernd gehalten werden kann. Und somit ist es für mich hier interessant, auch am heutigen Tage mit der Verzinsentscheidung, dass hier gegebenenfalls Bewegung kommt und die Bewegung natürlich uns dann eben auch Chancen bietet. Das ist der Punkt. So, welche Aussagen hätten denn welche Ausschläge zur Folge, fragt der Markus hier an dieser Stelle. Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Fakt ist, beziehungsweise muss man sich überlegen, dass
Bewegung kommt. Und wenn die Bewegung da ist, ist es für mich persönlich nicht, dass ich sage, ah, der und der hat das und das gesagt, jetzt muss ja der Markt steigen. Nein, das ist für mich, wäre es sogar die falsche Herangehensweise. Ich sage mir, ist der Markt hier oben oder ist der Markt schlussendlich unterhalb für mich dieses aktuell wichtigen Bereiches? Gut, das kann sich bis heute Abend noch ein bisschen ändern, ja. Und schaue dann, dass ich natürlich oben kaufe, den Trend mitnehme, mir schaue, wo sind die nächsten Zielbereiche, beziehungsweise wenn der Markt eben abgibt. Und im Nachhinein kann man es immer wunderbar fundamental begründen. Ja, der Markt hat abgegeben, die Nachrichten waren zwar positiv, aber der Markt hat es negativ aufgenommen. Und dann ist der Markt gefallen, ist doch ganz logisch. Ja, im Nachhinein kann man das immer gut begründen, aber es kann noch so eine Aussage kommen, der Markt macht am Ende die Bewegung. Nicht die Aussage macht die Bewegung. Die Marktteilnehmer, das kann man nicht vorhersehen, im Nachhinein ja, aber man kann auch währenddessen nicht sagen, okay, die Aussage ist eigentlich positiv, der Markt muss steigen, der kann genauso extrem volatil fallen. Von daher ist es wichtig zu wissen, dass der Markt oder dass eben solch ein Ereignis am heutigen Tage kommt, dass dieses Ereignis zu Volatilität führen kann und entsprechend dann eben ich schaue, okay, läuft der Markt hoch oder läuft der Markt nach unten? So, so, sehe fast nur fallende Märkte nach der Sitzung. Also das, gut, Markus, lass uns da gerne morgen mal im Live-Training drüber sprechen, dass wir das mal ein bisschen auseinanderpflücken bezüglich dieser Fed-Zinsentscheidungsgeschichten. So, gehen wir auf den Euro-US-Dollar nochmal ganz kurz drüber. Der ist nach wie vor an dem gestrigen Ausbruchsniveau. Da hat man heute Morgen schon gesagt, naja, da bin ich auch erstmal ein bisschen vorsichtiger, denn ebenfalls die Währungen zeigen nicht nennenswerte Bewegungen. Der Goldpreis ist so ein bisschen nach unten ausgebrochen, aber hatte ich ja heute Morgen schon gesagt, aufgrund dessen, dass wir hier erstmal sehr, sehr shoppy sind. Jetzt sind wir wieder mal so ein Schlag nach unten, kann sein, dass er sich die nächsten Stunden wieder langsam nach oben arbeitet. Also es ist für mich, um es abzukürzen, vor der Verzinsentscheidung hier alles nicht so wirklich interessant. Die Abwärtsseite auf, im Ölpreis zeigt sich wieder so ein bisschen. Hier hatten wir ja für den Swing Trade besprochen, was die Gedanken sind für den Ölpreis hier, dass man eben auch in dem Bereich hier unten durchaus nochmals Positionen aufbauen kann oder Positionen neu aufbauen kann, beziehungsweise der Alarmbereich eigentlich hier mehr im 66er-Bereich lag für die Shortseite. Aber auch hier erstmal alles relativ verhalten am heutigen Tage. Und ja, wir gehen gerne dann eben morgen auch auf die Währungen, auf WTI und auf Gold nochmal ein. Ich switch nochmal durch die Märkte durch und schaue mir das Ganze hier an und ja, also das die Gedanken, wie gesagt, und Markus, lass uns das eben mal auseinanderpflücken, beziehungsweise für mich gibt es keinen Punkt, wo ich jetzt sage, das sollte dazu führen, dass die Märkte steigen. Ne? Das ist nicht absolut nicht meine Herangehensweise, dass ich da mir irgendeine Aussage nehme, wo ich sage, das wäre dann eine positive Aussage, weil die kann genauso dazu führen, dass der Markt fällt. Das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren, fast gut 20 Jahren Markterfahrung mitnehme, dass egal was kommt, es kann vom Markt positiv wie auch negativ aufgenommen werden. Das ganz wichtig an der Stelle. Ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Tag. Bitte gerne heute dann im Live-Trading mit dabei sein. Ab 18.50 Uhr geht es an dieser Stelle los. Andreas und der Christian Kämmerer werden dort mit dabei sein und heute die Fed-Zinsentscheidung handeln. Bis dahin euch erstmal Good Trades und Mega Trading und nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT. Just fair and direct. JFT, just fair and direct. Hallo, liebe Freunde des Handels und der Marktaction zum weg. Das Devisenradar, jetzt ist der Ton wieder da, würde ich hier nicht mit durchlaufen lassen. Das soll ja auch keine Endlosschleife werden, sondern ich würde insgesamt noch einmal einen Blick auf die Märkte zum Mittag werfen und bei diesen Mittagsmärkten hier auch eine Aktie ins Spiel bringen, die ich gleich aufzeichne, die ich hier auch noch kommentieren möchte. Einen Automobilzulieferer, ja, so ist es richtig, und zwar die Leoni. Das ist doch mal was, die Leoni. Ha. Und die würde ich gleich hier mal ins Spiel bringen. Auch charttechnisch können wir uns die Leoni gerne anschauen. Die hatte ich
rausgesucht, weil sie heute mit einem Ausblick auf das Geschäftsjahr aufwartete. Und das ist etwas, wo man natürlich immer zweimal hinschauen kann und auch sollte. Da bin ich gespannt. Ich mache die Aktie hier bereits hinein in TradingView, in die Ansicht, mit der ich arbeite, und würde dann entsprechend auch noch einmal ein paar News aufrufen, um danach das Video für die Alice Exchange aufzuzeichnen. Was brauchen wir für die Aufzeichnung? Natürlich das Logo oben rechts. Noch ein Das ist die richtige Infotafel. Und zu Leoni hatte ich mir zwei, drei Infos noch herausgepickt. Die ich hier mit einfließen lassen möchte. Und dann wäre ich auch schon soweit und würde mit der Aufzeichnung starten. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Mittagsformat an der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 17. März 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen wie jeden Mittag auf die Märkte, was sich dort ereignet hat, und ich kann schon so viel verraten. Es hat sich nicht viel ereignet, denn der Termin des Tages, der steht noch aus. Er dürfte dann erst am Nachmittag hier erscheinen oder am Nachmittag bei den Amerikanern und bei uns am Abend in Deutschland durch die Zeitverschiebung. Etwas früher als sonst, und zwar 19 Uhr die Zinssatzentscheidung der US-Notenbank Fed und 19.30 Uhr die entsprechende Pressekonferenz, wo Jerome Powell als Notenbankpräsident Rede und Antwort steht. Den Journalisten, leider nicht mir, aber daran arbeite ich. Schauen wir direkt auf die Website von ls-x.de. Da fällt ins Auge, dass sich zu heute Morgen vorbörslich kaum etwas getan hat. Wir standen heute Morgen bereits bei 14.550, kurz darüber, also hier im Hoch 14.576. Das ist in etwa diese Gap-Kante, die wir zu letzte Woche Donnerstag hatten. Ab da ging es dann noch einmal nach unten in den 540er-Bereichen. Seitdem verengt sich die Volatilität stetig. Also aktuell eine Bewegung zu gestern Abend, die man hier... jetzt habe ich den Lauftext hier eingebunden. Der muss natürlich raus. Das heißt, noch einmal von vorne kurz, und wir machen das Logo oben rechts in die Aufzeichnung, sodass ich nochmal einfach von vorne... Herzlich willkommen beim Mittagsformat der Alice Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen wie jeden Mittag über eine oder zwei interessante Aktien und über den Gesamtmarkt, den ich mir auf ls-x.de gerne anschaue. Und da fällt auf den ersten Blick direkt ins Auge, dass sich der DAX kaum verändert hat. Auch der Goldpreis ist unverändert. Silber ebenfalls an der Nulllinie. Nur Brent Oil gibt etwas nach, Euro, US-Dollar auch nicht wirklich spannend. Spannend bei der DAX-Entwicklung heute sieht man einen ganz kurzen
Aufschwung über die 14.572. Das war die Gap-Kante aus vergangenem Donnerstag. Hier sind wir ja am Freitag gar nicht erst hingekommen. Am Montag erstmal mit dem Gap-Close hier herangetreten. Und heute, ja, kommt der Markt einfach nicht über diese Schwelle. Wir pendeln seitwärts und das ist auch kein Wunder, denn heute Abend erwartet uns noch mit der US-Notenbank-Sitzung der Federal Reserve Bank of America eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Eine Stunde eher als sonst wegen der Zeitumstellung in Amerika gibt es bereits die Sommerzeit. Also 19 Uhr unserer Zeit gibt es das Sitzungsergebnis und 19.30 Uhr dann die Pressekonferenz mit Jerome Powell, mit dem Notenbankvorsitzenden, wo Fragen und Antworten gestellt werden dürfen. Nicht von mir in dem Fall, sondern von Reportern dort, ich glaube vor Ort. Das wird gar nicht so über Zoom oder andere Medien abgehalten. Ja, wir hatten in den letzten Tagen und auch heute Morgen darüber berichtet, dass Volkswagen sehr, sehr stark ist und das ist auch heute der Fall erneut. Tagesgewinner, die Volkswagen-Aktie heute noch einmal 5%, muss man sagen, im Schlepptau. BMW, Bayerische Motorenwerke AG, also der ganze Sektor ist sehr, sehr stabil und zählt dann auch zu den Umsatzspitzenreitern, ebenso wie eine Tesla, die noch etwas im Minus ist. Eine Xiaomi ist hier mitzunennen, die unter Druck gerät, überhaupt mehrere asiatische Aktien geraten unter Druck, auch die Wasserstoffaktien, eine Plug Power ist hier auch im Minus. Also das sind all die Informationen, die wir hier aus den Umsatzspitzenreitern heraus gewinnen können. Und ich habe mir natürlich wieder eine Aktie herausgepickt, über die wir heute zum Mittag reden dürfen. Und das ist die Leoni Eigenschreibweise sozusagen. Also es ist kein Name von einem Gründer und das Unternehmen ist vielleicht Ihnen schon bekannt. Es stammt aus Nürnberg, ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Hersteller aus der Produktgruppe Drähte, Kabel, Bordnetzsysteme und als Aktiengesellschaft schon relativ lang bekannt. Die Firma an sich ist noch länger bekannt als die Aktiengesellschaft, im 16. Jahrhundert gegründet worden, also aus den Werkstätten zur Herstellung leonischer Waren. Daher kommt dann auch der Name und hat eine lange Historie, quasi diese Aktie. Ja, die Aktie ist heute etwas stärker und das hat auch Gründe. Ich blende sie hier gleich im entsprechenden Stream auf der Seite der LSX ein und man sieht da, dass es deutlich höhere Kurse heute schon zur Mittagszeit gab. 14,44 Euro wurden bezahlt. Jetzt ist wieder der Kurs ein wenig zurückgekommen auf Sicht von einem Jahr. Allerdings hat sich die Aktie sehr, sehr gut entwickelt und das kann man sich auch noch einmal in einem entsprechenden professionellen Chart hier anschauen, einem Chart-Tool wie TradingView, was ich gerne nutze. Da sieht man, dass dieser Aufschwung eine Konsolidierung zur Folge hat und nun sich anschickt, wieder Richtung Jahreshoch zu tendieren. Im Tageschart sieht man, dass dann die Hochs aus dem Jahr 2020 hier gerade im Kurs aktuell reflektiert werden und das, wenn man etwas zusammenzoomt, dann auch durchaus höhere Kurse winken könnten, denn die Leoni stand vor mehreren Jahren schon bei über 30 oder 40 Euro. Also da ist eine Menge wieder gut zu machen aus Sicht des Aktionärs, der hier über viele Jahre investiert ist. Ja, Leoni erwartet eine Nachfrageerhöhung. Auch das war der Antreiber für diese Kursbewegung. Heute Morgen der Unternehmenschef Aldo Kamper, der sieht das Unternehmen aus einem guten Weg aus der Krise heraus. Das Umfeld ist weiterhin schwierig, aber wenn die Pandemie nicht zunimmt, wenn der Lockdown hier letzten Endes bald beendet sein könnte, dann sehen die Franken sehr, sehr positiv der Zukunft entgegen. Und das macht sich in den Zahlen dann auch bemerkbar. Der Umsatz ist etwas abgesackt um 15% auf 4,1 Milliarden. Operativ gibt es weiterhin einen Verlust, aber der Verlust ist nicht mehr so hoch wie noch vor einem Jahr. Also insofern ist der Konzernumbau hier in vollem Gange und man kann sich auf die Zukunft konzentrieren. Deswegen die Leoni-Aktie heute für mich die Aktie des Tages und das wollte ich Ihnen mitgeben und freue mich darauf, wenn Sie auch wieder morgen früh einschalten zum Händlergespräch. 8.30 Uhr bzw. 9 Uhr auf YouTube. Bis dahin bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von der LS Exchange. Wunderbar. Das war jetzt die zweite Einsprache, aber ich glaube, ich habe Aufnahme starten nicht geklickt. Ich
muss noch mal schauen, ob ich das hier rausbekomme. Insofern, sonst mache ich es noch mal. Kein Problem. Was gab es denn für Fragen? Da schaue ich mal ganz kurz rein in die Community, die man hier auf Twitch sieht, und würde dann auch entsprechend auf die Fragen eingehen, aber da hier nicht viel war. Genau, Zulieferer der Zukunft, E-Autos, Chepieo ist hier. Guten Tag aus Bonn, der Raffo ist auch da. Wo warst du denn heute Morgen, Raffo? Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich werde auf alle Fälle heute Abend nochmal hier live sein, und zwar nicht im Auftrag der LS Exchange, sondern mit Christian Kämmerer von JFD, und wir werden das Live-Event von der FED begleiten. Insofern bleibt gerne hier auf dem Kanal. Es geht heute Abend bunter weiter. Ich freue mich und werde erstmal schauen, ob ich bei dem Video nochmal ran muss oder ob man das vielleicht retten könnte. Bis gleich.